Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von State of Decay. Ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir ganz tolle Sachen gemacht. Wir haben uns ein Militärfahrzeug angeeignet und wir haben in unserer Base endlich Strom und Wasser. Außer ein Bett, das fehlt uns immer noch und ich habe gerade ein Hilferuf von unseren Soldaten bekommen und ich würde sagen, wir marschieren da mal hin und werden uns diese mal aneignen. Sie wären starke Verbündete. Nice. Werden wir machen, denn wir brauchen starke Verbündete. War logisch, aber egal. Gabe und Max habe ich soweit aufgerüstet. Die müssten soweit sein. Das Fahrzeug verschluckt sehr viel Benzin. Wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen... Nipp. Gut, wir nehmen noch ein bisschen Benzin mit und dann können wir losmarschieren. Ich glaube nämlich, der Militärtrag, der... Der wird uns sehr viel Benzin kosten. Bücher. Nice. Wir nehmen Feuer aber mal 3 mit. Und werden hier 2-mal reinpacken. Gut, und wir müssten mal ganz dringend. Das wäre ja auch schick, ne? Warum steigt der eigentlich immer hinten rauf? Lass mich mal kurz gucken, wie fahren wir? Wir können hinter uns fahren. Ja, wären wir schneller unterwegs. Wow. Oh, damit ab Vollgas rüber. Nein! Nein, 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 nein. Scheiße. Ich habe die Macht. Die hätten dann irgendwann, glaube ich, unsere Base angegriffen. Na, Kumpelblase. Ja, das Fahrzeug ist ein bisschen schwerfällig. Habe ich das Gefühl. Schnell rein, abgeben und dann können wir endlich weiterfahren. Wir haben ja noch Fahrzeuge in unserer anderen Base, unserer alten. Falscher Knopf. Die sollten wir irgendwann auch mal langsam holen. So, jetzt können wir. We got company. That's it? Ja, das war's. Komm, wir hauen ab. Max, komm rauf. Alter. Wir müssen den definitiv noch killen. Der ist zu nah bei uns dran. Hallo, guck mal, Tür. Oh, der nächste, guck mal. Welche dramatische Musik, was denn passiert? Ich überfahre nur Zombies. So. Ich würde dann auch gerne langsam anfangen, die Seuchenherze vielleicht nach und nach zu eliminieren.
Ich sollte das eigentlich nicht die ganze Zeit machen, aber es macht irgendwie Spaß. Ach, guck mal, noch ein Freiwilliger. Oh. Sorry, dich habe ich gar nicht gesehen. Oh, der hat ein Schwein. Ja, gute. Habt ihr Glück? Die tue ich auch. Aber die anderen sind so weit stark, dass sie mit einem Schuss die umnieten können. Zumindest Laura war da ziemlich gut unterwegs. Glaube, ich muss jetzt hier abbiegen. Der stand so perfekt auf der Straße, da musste ich einfach mal rüber. Hi, guck mal, Tür. Okay, now where's that plague heart hiding? Das ist nicht wahr, ey. Info über lebende Techniker. Okay, let me explain it to you. Hey, als wir unser letztes Zuhause verlassen haben, haben es ein nicht geschafft. Wir können. Well, that's nice, yeah? Yo. Yo. Geten. Auf jeden Fall, die sollten wir wirklich als Verbündete behalten. Was ist denn das? What do we have here? Ein Handwerkbuch und ich habe niemanden, der das erlernen kann. Nice. Wir brauchen ganz dringend ein Gärtnerbuch. Wir müssen looten. Wir müssen definitiv looten gehen. Sprich mit Duff. Achso, ja, na klar. Duff. All this weight's gonna slow me down. Bist du Duff? Du bist Phillips? Du müsstest Duff sein? I'm probably gonna regret this, but I'm coming along. Ich werde es wohl bereuen, aber ich komme mit. Ich muss sehen, was passiert ist, wenn du drauf bestehst. Fair enough. You're the boss. Na denn? Mein Fahrzeug! Lass mich raten, es ist ein Seuchenherz. Und ich bin kein bisschen darauf vorbereitet und es ist in der Nähe eines solchen Herzens. Nice! Warum denn auch nicht? Hi, Kumpel. Hi, Leute. Öfters hier? Finally. Seid ihr nicht weit gekommen, ne? Ich hab's gesehen. So. Das Fahrzeug wird demnächst, glaube ich, auch den Geist aufgeben. Aber das nehmen wir mit. Gut, Jungs und Mädels. Das nenne ich wirklich einen Fortschritt. Shit, I can't do this. I'm sorry.
Maxi? Can't do it. Klar, wir looten. Wir machen auch einfach mal die Tür zu. Wo ist denn? Nach dem zivilen Kariba. Okay, nice. Der Karabiner meinte ich nicht. Was ist das? No place to put it. Ah, wozu hat man Fahrzeug? Bist du der? Nein, bist du nicht. Check it out. Another survivor. Was? Wo ein was? Ein anderer Überlebender? Komm, gucken wir erstmal den. Ich glaube, das durchsucht gerade die Kiste. Ja, ein Achterrucksack, nice. Müssen wir aber erstmal nicht durch mitnehmen. Nein, ich würde gerne. Gut. Wer nicht? Ach, die steht da. Ja, moin. Ja, das ist erstmal auch nicht wichtig. Mitgenommen. Next time I'll just set off some fireworks. Oh, da ist er. You gotta hear this. Ja. Wisst ihr, was wir machen? What's happening? Zum Charakter wechseln. Wobei wir das eigentlich nicht mehr brauchen. Wir sollten die Nahkampfwaffen auch noch mitnehmen, aber ich habe keinen Platz. Nehmen wir einfach mal mit. Raum werden wir auch irgendwann brauchen. Ach, das war gar nicht die Kiste, das war der gute unter mir. Triff dich wieder mit Duff. Die Duff steht doch hinter mir, ne? That's a lot of stuff. So, Kumpelblase. Ja, ist sehr schön. Das werden wir definitiv mitnehmen. So, wartet, wir müssen ja eh. Tut mir leid, dass ich so erstarrt bin. Hier ohne mich zurück. Ich muss herausfinden, warum ich. Stay safe. Du willst wirklich hier bleiben? Hallo? Ich hab Fahrzeug. Die wird nie wiederkommen. Sehr schlecht. Ziehen. Was haben wir hier? Project Osiris, dispatch. POTUS is code 3-4. Exfil en route. Osiris, realign. Copy that. Das? Könnte ich. Genau. Das wieder zurückpacken. Benzin können wir eigentlich auftanken. Wobei, ich steig nochmal aus.
Fahrzeug lassen wir erstmal da. Ich möchte wenigstens hier mal einen kurzen Überblick mir verschaffen. Hi Zombie-Kollege, schau Zombie-Kollege. Oh nein. Nicer Schuss. Can we slow down for a second? What's happening? Gut, du siehst noch gut aus. Ich dachte schon. Ich müsste ihn wieder irgendwie heilen, wobei die das doch gut selber hinbekommen. Und ich glaube, ich habe mich entschieden, wer unser Captain sein wird. Wir haben ja jetzt Strom. Wir brauchen eigentlich keinen Generator. I spotted a bloater, ready to burst. Okay then, nothing more to see here. Wie gesagt, wir brauchen keinen Generator mehr. Wobei ich sau gerne diese Betten haben möchte. Ja, danke, Niki. Die Betten auf jeden Fall haben möchte, aber ich glaube, mit der Krankenstation sind wir wesentlich. Nein, nach unten. Wesentlich besser aufgehoben als mit den Betten. Und unsere Kolonisten sind ja soweit zufrieden. Sie meckern jedenfalls nicht rum. Das bedeutet, dass ich mich doch, glaube ich, für die Laura entscheide. Wir könnten auch... Ach, ich wollte gerade hier looten. Wir könnten auch... Kane nehmen. Habt ihr es gerade gehört? Ich habe gerade jemanden schreien hören. Oh. Das erlaubt. Deswegen ist die Musik wegen der Herde, glaube ich. Schatzi, falsche Richtung. Ich bin der Meinung gewesen, dass ich gerade irgendwas... Nein, die gehen jetzt nicht zu ihr, oder?
Gut, die laufen an uns vorbei. Ich war da gerade der Meinung, dass ich irgendjemanden einen Schreien gehört habe. Laufen weiter, ja. Wo war ich stehen geblieben? Laura, genau. Ich würde Laura nehmen, allein wegen der Krankenstation, weil ich glaube, die Krankenstation wird uns so den Arsch retten, Okay. wenn wir in irgendeiner Weise, das No hätte ich place to Dings put it. geben können. Wenn wir in irgendeiner Weise mit den Leuten infiziert sind. Ja, mal gucken. Deswegen. Wobei ich Niki auch sehr gerne wegen den Betten, aber Betten, das kann man sich irgendwie andersweitig holen. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich kann nichts mehr nehmen. Er könnte vielleicht noch ein bisschen nehmen, aber. Ach, wir fahren nach Hause. Wir fahren jetzt zu. Soldatenzombie. Ich glaube, ich sollte hier ganz schnell weg. Hi Jungs, guck mal. Oh, Scheiße. Mann! Kannst du mal bitte da weggehen? Danke. How am I supposed to carry that? No place to put it. I can't do that. Ja, wir gehen nach Hause. Oh, und ich dachte mir gerade, ich habe den noch gesehen. Dachte mir, ach, an den fahren wir vorbei und hab den absolut. Oh, hast du Schwein? Hab ihn absolut vergessen und hab ihn als im letzten Augenblick noch gesehen. So eine. Kacke. Nein, oder? Hold up for a bit. Mein Fahrzeug! Hab keine Waffen mehr. I'm on my last man. Ich hab. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein.
Wir müssen weg. Ich fahr einfach den um. Die werden mir drauf gehen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich muss die Beine nach Hause bringen. Hier bleibt nichts anderes übrig. Alter Scheiße. Ich wollte irgendwann zu Max wechseln, aber ich glaube, hätte ich das gemacht, dann hätte ich muss die. Und gerade die Soldaten, nicht dein Ernst. Sorry, ich hätte jetzt die Waffe abgeben können, aber nicht, wenn der Koloss da steht und die Beine sind ganz schön geschwächt. Ist mir zu risikovoll, ich möchte keinen einzigen verlieren. Oh, solch ein Herz. Allein das Auto hat jetzt einen Schaden, ey. Leute, die beiden brauchen ganz dringend mal erste Hilfe. Okay, people. Time to fight. Hold up for a second. Too damn crowded around here. Take it easy. They're attacking our home. Ich muss die beiden, das machen die schon irgendwie. Good work, people. Let's keep it up. I don't think I'm gonna get better without help. Ich wechsle. Die Beine einfach mal heilen. Hang in there, okay? Alter. Shit.
gonna save you, okay? Here. Ja, klar, hier draußen. Can't make this much worse. That's enough sitting around. I gotta get back to work. Your turn for a while. Is that it? That's it. No more Zeds. So. For now. Alter. I've got just what you need. Thank you for trying. However it goes. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ich leere die Beine aus, dann dürfen die sich ausruhen. Ja, nein. Das packen wir ins Fahrzeug. Das packen wir, meine ich, in dieses Fahrzeug. Ja, ich glaube, das haben wir einmal gemacht. Ich kann das hier alles transferieren. Ich habe es das letzte Mal verpennt. Ja, ich bin alles einzeln durchgegangen. Ich glaube, wir haben es mal schon gemacht, aber... Ui, was passiert? Max. Ach, ich wollte es so ins Fahrzeug packen. Ja, die Autos sollten wir stehen lassen. Wir brauchen jemanden, der uns anführt. Laura. Hey, what's up? I'm gonna sit for a bit. You wanna pitch in? Klar. Ich wollte gerade auch noch was machen. Ich hab's vergessen. Nice programmieren. Wartet, bevor ich irgendwas falsch mache. Programmierwissen. Bitte, 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 lass es das sein. Ja! Ich kann's machen! Leute, damit haben wir Hype und das, wenn jemand... Leute, das bedeutet, dass wir mit den Essen soweit gesichert sind. Yes, hoffe ich. Da starte ich mal. Werde Laura eine Waffe geben. Jungs, ihr sollt... So habe ich das... Ganz verwirrt. Die Waffe hier drin. Ich habe keine. People suffer for lack of medicine, but that could happen here. Aber wir haben haufenweise Waffen. Beatrice, meine Gute. Wie sieht nochmal Beatrice aus? Beatrice? Beatrice! Nee, 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 nee. Wow. Beatrice werden wir nicht mitnehmen. Wir werden Niki oder Kane mitnehmen. Niki, komm mit. What's going on, hon? Follow me, will you? I need you for something fun. I've got your back. Zum Charakter wechseln. You
know. I'm starting to realize your people are family to me. Ach so, ja, ihr Lieben, ich werde die beiden so ganz vergessen. Ich werde die beiden aus dem Fenster springen lassen. Ich werde die beiden Gewehr habe ich kaum noch. Werde die beiden soweit fertig machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.